Hallo und herzlich willkommen, lieber Krebs, zu einem neuen Video von dir, zu einer neuen Legung. Und zwar ist das eine ganz intuitive Legung, das ist ein zeitloses Reading. Das heißt, die Legung kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Und das heißt auch, die Legung ist nicht an einer Zeit festgemacht, Zeit ist sowieso eine Illusion. aber das Reading kann mit dir resonieren zu dem Zeitpunkt, wo du darauf stößt. Es kann jetzt gerade sein, wenn es hochgeladen wird. Sorry, ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ich bin heute sehr emotional, wenig im Kopf. Das merkt man an meiner Sprechweise. Ich bin etwas verwirrt, aber ich hoffe, die Informationen kommen trotzdem für euch durch. ja, nimm das für dich mit, was mit dir resoniert. Es kann immer mit dir resonieren, wenn du darauf stößt. Also es ist nicht an einen Zeitraum fixiert. Genau. Wow, Krebs, Ass der Schwerter, deine allererste Karte. Du bist hier in einer Starterenergie. Du cuttest hier einen alten Zyklus ab und startest ganz klar einen neuen Weg. Okay, was ist noch wichtig gerade für den Krebs zu wissen? Ass der Münzen. Geil, Krebs. Du bist voll in der Neubeginnstimmung, also hier auch nochmal Neubeginn mit dem Ass der Münzen. Du hast ja auch die Ressourcen, hier etwas Stabiles, Fundiertes aufzubauen. Mir kommt hier durch, du warst mit der Vergangenheit nicht mehr zufrieden, mit deinem vergangenen Leben, kann man das so nennen. Und du sagst jetzt, Cut, ich will ein neues Leben. Ich investiere jetzt in ein neues Leben, ja? Okay. Gleich drei Karten auf einmal sind hier rausgeflogen, und zwar die zwei der Kelche, der Ritter der Kelche und die sieben der Stäbe hier. Okay. Ja, für viele handelt es sich hier um ein Neubeginn in der Liebe. Du investierst hier in ein Neubeginn in der Liebe und ansonsten ist es eine Geschäftsbeziehung, wo du wirklich sagst, hey, darin gehe ich auf. Also in dem, was ich mich jetzt entscheide, wo ich diesen Neubeginn starte, darin kann ich komplett aufgehen, erblühen, mein Herz mit einbringen, meine Gefühle mit einbringen. Wow. Das ist richtig, richtig schön hier. Ja, ich sehe hier auch jemand dir einen Kelch entgegenbringen, also wirklich auch von deiner Gegenüberseite, von der gegenüberliegenden Seite, kommt dir hier was entgegen. Das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe, tiefe Verbindung. Diese sieben der Stäbe hier. Es kann sein, dass du diesen Menschen, bei vielen wird es hier um die Liebe gehen. Wenn es um etwas anderes geht, dann wälzt es euch darauf um. Ich werde jetzt von der Liebe sprechen. Bei vielen von euch wird es so sein, ihr sagt, okay, ich bin bereit, jetzt neu beginnen, ich bin bereit zu investieren. Dann kommt dieser Mensch, taucht in eurem Leben auf, gibt euch diesen, will euch diesen Kelch bringen und ihr werdet es ab. Ihr sagt, stopp. Weil, ich weiß nicht, warte, wir gucken mal weiter noch. Eine Karte sollte hier noch kommen. Irgendwie, euch ist völlig bewusst, das ist das, was für euch bestimmt ist, das, was ihr wollt. Eine tiefe Verbindung hier, aber ihr wehrt das erstmal ab. Erstmal langsam hier, aha. Krebs. Es kann sein, dass es von deiner Seite noch Abhängigkeiten gibt, ja? Du hast hier zwar, oder von deinem Gegenüber, weil du, ich sehe dich hier eigentlich diesen Cut machen. Du bist hier bereit für diese Partnerschaft. Du bist hier bereit für diese neue Liebe, für diese Partnerschaft. Dein Gegenüber kommt hier mit einem Kelch. Mhm. Ich glaube, dein Gegenüber hat hier noch Abhängigkeiten. Entweder ist hier noch eine andere Person im Spiel, wo diese Person irgendwie noch Abhängigkeiten hat. Oder irgendwelche, diese Person wohnt weit weg und ist da noch irgendwie gebunden an irgendwas, aber irgendeine Abhängigkeit ist da auf jeden Fall noch zu sehen. Und deswegen hat diese Person auch den Fluss hier noch nicht überquert. Die sagt zwar, hey, ich habe einen Kelch für dich, aber diese Person hat den Fluss noch nicht überquert. Das heißt, diese Person hat es noch nicht wirklich zu euch geschafft, zu 100%. Und ihr, lieber Krebs, ihr sagt, ich wehre dich ab so lange, bis du mir sagen kannst, du kannst 100%ig bei mir sein. So, diese halben Sachen machst du nicht mit. Die machst du oder nicht mehr mit, weil du hast hier diesen Cut gemacht bei dir von diesem alten Zyklus. Kann sein, dass du dich manchmal auf diese halben Sachen eingelassen hast. Du sagst ja aber, nein, das mache ich nicht mehr mit. Und du setzt diesem Menschen klare Grenzen.
du kommunizierst deine Grenzen, was ich hammergeil finde, finde ich wirklich cool. Und du gibst diesen Menschen zu spüren, nein, du kannst auf mich zukommen, wenn du hier deine Verbindlichkeiten, deine Abhängigkeiten gelöst hast. Vorher musst du mir gar nicht kommen. Ja, finde ich gut. I like Krebs, das ist eine super Einstellung. Das ist eine super Einstellung, denn dieser Mensch wird dir auch nicht vorenthalten bleiben, wenn er wirklich für dich bestimmt ist und für dein Leben, ja? Dann wollen wir mal noch gucken, was die Weisheitskarten mir sagen. Eine Karte für den Krebs hier. Die Macht der Fantasie haben wir hier. Und zwar ist das die Nummer 20. Ich lese euch gleich aus dem Büchlein vor. Nummer 20. Die Grundbedeutung. Die Verwirklichung von Träumen, kreatives Denken, Visualisierungen, die vereinte Kraft der Bilder und Gefühle. Kreativität, Illusionen. Die Botschaft des Orakels. Wer willst du sein? Woran musst du glauben, um das Leben zu führen, das du dir wünschst? Dir ist die mächtige Gabe der Fantasie verliehen. Was du dir erträumen kannst, das kannst du auch erschaffen. Deine Fantasie ist jetzt der Schlüssel zur Verwirklichung deines Lebenstraums. Hänge eine Weile deinen Tagträumen nach, gestalte dein Vision Board, eine Pinnwand mit Bildern oder Sätzen, die deine Ziele symbolisieren, oder meditiere. Lass aus der Kraft deiner Fantasie Bilder dessen entstehen, was deine Seele nährt. Lass Inspirationen und Gefühle ineinander fließen und stelle dir das Ergebnis als gegenwärtige Realität vor. Was du dir auf diese Weise ausmalst, wird für dich zu dem, woran du glaubst, und schon bald wirst du es wie von Zauberhand im Außen verwirklicht sehen. Die Beziehungsbotschaft. In Dingen des Herzens geben wir uns leicht Tagträumen hin, in denen wir uns mit einem anderen Menschen verbunden sehen. Das kann zwar romantisch sein, aber wenn du dir eine reale Verbindung mit diesem Menschen wünschst, musst du auch etwas dafür tun, nicht nur davon träumen. Es ist jetzt an der Zeit, dein Tagträumen zur Verwirklichung zu helfen, den Schritt von der Illusion zur Realisierung zu wagen. In Beziehungen geht es darum, in Kontakt zu sein, sich dem Tanz zu überlassen, in dem Fantasieren Form und Gestalt annehmen. Die Botschaft dieser Karte an dich ist, dass jemand mit den Eigenschaften, wie du sie dir erträumst, in dein Leben treten und dir Anstöße zu positiven Entwicklungen geben wird. Die Erfolgsbotschaft. Dies ist eine fruchtbare Zeit, um Klarheit darüber zu gewinnen, wie du dir Wohlstand schaffen willst, was materieller Erfolg für dich bedeutet und welche Eigenschaften du entwickeln musst, um deine Ziele zu erreichen. Wer musst du sein, um deine Träume leben zu können? Kannst du dir das Leben, das du führen willst, vorstellen, wirklich vorstellen, ohne dabei dem kreativen Spiel deiner Fantasie Fesseln anzulegen? Wenn du dir dieses Leben ausmalen kannst, dann kannst du es auch haben. Sei bereit, denn der Erfolg ist jetzt im Greifen nahe. Handele so, als ob. Deine Träume werden sich erfüllen. Wow. Lieber Krebs, ich sehe hier gerade eine ultra krasse Gabe bei dir, Dinge zu manifestieren. Du hast in diesem Moment eine sehr starke Verbindung zum großen Ganzen und deswegen kannst du hier auch sehr gut Dinge manifestieren, ja. Ich finde das richtig, richtig schön und auch in der Liebe ist hier nochmal mein Impuls an dich oder der Impuls dieser Karte. Du kannst dir das erschaffen, was du dir erträumst. Und das, was du dir erträumst, kannst du dir erschaffen. Das heißt, dieser Mensch, da ist ein Mensch, mit dem du eine Seelenverbindung hast. Und dieser Mensch ist für dich bestimmt. Ich sehe das hier mit der 2 der Kelche. Das wird klappen. Ey, komme, was wolle. Und es kann auch sein, dass es hier mehrere Menschen gibt und dass hier einer ist, der diese Verbindung mit dir hat. Und es ist ein anderer, der diese Abhängigkeit noch hat. Oder es ist derselbe Mensch. Das spielt gar keine Rolle. Denn wichtig für dich, lieber Krebs, ist zu manifestieren. Wichtig ist, deinen Fokus auf dem Outcome zu haben. Also auf dem, was du dir erträumst, auf dem, was du willst. Und der richtige Mensch wird sich automatisch in dein Leben hineinpuzzeln, sagen wir es mal so, ja? Weil wenn du dich aufs Outcome fokussierst, dann kann dir genau das geliefert werden, was du willst. Wenn du dich aber jetzt schon auf einen Menschen fixierst, der dir scheinbar das perfekte Gegenstück für dich ist und du das Gefühl hast, dann kann sich das entwickeln, dass das doch nicht dein perfektes Gegenstück ist, weil du weißt nie. Du denkst, du weißt, aber du weißt nicht. Deswegen gib dich hier der Macht der Fantasie hin,
fantasiere dir deine Traumbeziehung zusammen, wie du dir das erträumst und manifestiere dir das, ja? Und es wird automatisch das Richtige für dich kommen. Das ist etwas viel. Okay, hier hat sich eine Karte umgedreht, die nehmen wir. Und zwar haben wir Erfolg. Ja, genau. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Das ist hier noch die Herzensbotschaft für dich. Es wird so oder so ein Erfolg werden, egal mit welchen Menschen, egal wie, egal wo, egal wann. Es wird einen Erfolg geben, wenn du dich aufs Manifestieren konzentrierst und nicht auf bestimmte Ergebnisse, die schon da sind oder Menschen, die schon da sind. Immer schön auf das, was du dir wünschst. Erlaub dir wirklich hier groß zu träumen. Kreier dir deine eigene Beziehung. Ja, schreib es auf ein Blatt. Und dann kannst du das so manifestieren. Yes. Lieber Krebs, das sind die aktuellen Botschaften für dich. Und ich wünsche dir alles Gute. Guck dir gerne auch noch die Videos zu den Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.